Rechtzeitig vor der Wiederauferstehung des Nordderbys haben sich zwei Legenden hier versammelt in der Florian-Wellmann-Loge im Wohn- und Westweser-Stadion. Ich begrüße ganz herzlich den Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, 72 Länderspiele, Moin Moin Uwe Seeler. Moin Moin. Ja, im fremden Gebiet, hier auch noch in Bremen, aber was soll's, man kommt gerne hierher, ne? Aber ich kenne Max ja schon ein paar Jahre länger, also so fremd ist das Gebiet nicht. Und ich bin gerne in Bremen, ja. Auch wenn wir hier öfter verloren haben. Damit hast du aber schon das Stichwort gegeben, um meinen zweiten Gesprächspartner vorzustellen. Das ist die Bremer Fußballlegende. 90 Länderspiele, davon 71 auf der Bank. Ja, hallo, Max Goretz. War auch immer nett auf der Bank. Ich hatte immer nette Gesprächspartner. Und mal den Trainer schön, mal Herberger sogar auch noch einmal und dann meine anderen Mitspieler. Nee. Ich habe da keine Probleme mit. Nee, du warst vor allem wirklich der Unterhaltungschef der deutschen Nationalmannschaft, oder? Nein, das sagt man manchmal. Aber ich habe ja, glaube ich, auch meine Leistungen abgeliefert. Und das immerhin 19 oder 21 Mal für Deutschland. Gegen die besten, derzeit besten Fußballer der Welt bin ich aufgelaufen. Ja. Mit meinen Kameraden. Und das ist etwas, wo ich heute noch von abweite. Und das muss man den Jüngeren ja erzählen. Im Spiel um Platz 3 bei der WM 1970 war er dabei, gegen Uruguay damals gewonnen, Dritter geworden. Ne? Da sind wir Dritter geworden, ja. Männer, dann lasst uns ganz kurz darüber reden, was uns hier im Wohn- und Westweser-Stadion erwartet. Was überwiegt denn jetzt nach 3 Jahren ohne Nordderby? Die Vorfreude darauf? Oder die Trauer, Uwe, dass dieses Nordderby in der falschen Liga stattfindet? Ja, ich würde sagen, für beide Mannschaften, dass es besser wäre, wenn es in der ersten Liga stattfinden würde. Und ich hoffe, dass Werder schnell wieder aufsteigt, nicht so lange braucht wie der HSV. Also da drücke ich auch die Daumen. Aber ich hoffe auch, dass der HSV wieder aufsteigt. Allerdings im Moment bin ich da nicht so ganz sicher, weil ich glaube, da müssen sie sich noch ganz gewaltig steigern, wenn sie das schaffen wollen. Aber die Hoffnung gibt man ja am längsten. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Die stirbt zuletzt. Ja, klar. Insofern muss man immer wieder dran glauben. Und ich hoffe das. Und jetzt gibt es in der zweiten Liga den Derby, der HSV gegen Werder. Was überwiegt denn da bei dir, Max? So ein bisschen noch so ja, Romantik, das Spiel früher in der ersten Liga gesehen zu haben? Oder doch ein bisschen die Trauer? Oh Mensch, das müsste ja, eigentlich erste Liga sein. Trauer möchte ich eigentlich nicht, denn der Fußball muss ja lustig bleiben und fair abgeliefert werden. Ich bin froh, dass wir mal eine Saison, hoffe ich, für beide Vereine gegeneinander in der zweiten Liga spielen. Das ist ja keine Schande. Das haben wir uns erarbeitet. Bitte das richtig zu verstehen, das erarbeiten. Aber das ist das eine und das andere. Du meinst beide Vereine? Beide Vereine. Mhm. Ja, das hat man, da haben wir selber Schuld dran, dass wir in der zweiten Liga. Aber die zweite Liga, das hören wir und sehen wir auch immer wieder zu den Wochenenden, da sind auch Fußballer drin, die es verstehen. Nur, ich bedauere das sehr als Bremer Junge hier in dem wunderschönen Stadion mit den tollen Leuten, die hier der Sache vorstehen. In der Hoffnung, dass wir weiterhin Werder Bremen im Weserstadion haben in der ersten Liga. Das wäre mein großer Wunsch. Das wäre sicherlich auch das Ziel von allen Verantwortlichen und natürlich auch von den Profis. Wer ist denn nun Favorit für dich, Uwe, bei diesem Spiel? Bei diesem Spiel? Ja, Werder HSV also, in Bremen. Ich bin ganz ehrlich, also ich kann mich da nicht festlegen für den Favoriten, weil ich glaube, die haben beide Probleme, der HSV wie Werder Bremen im Moment, aber das kann sich ja noch schnell ändern und ja, gut. Mein Freund guckt mich so mitleidend an. Ich bin natürlich nach wie vor HSVer. Darüber kann denn zu Hause, wenn der HSV spielt, gegen Werder, hoffe ich, dass sie gewinnen, aber ich wünsche, dass Werder auch wieder aufsteigt. Am besten steigen beide in einem Rutsch auf, ne? Ja, das wäre das Allerbeste, jawohl. Wenn wir gerade in Strafraumhöhe sitzen hier oben im Stadion, da muss ich immer wieder an Begegnungen denken, eben gegen den HSV, darum geht es ja auch heute, wenn Flanken von links oder von rechts hereingegeben wurden oder Freischüsse, dann stand der Dicke schon da.
Denn er war unruhig auf den Beinen und so weiter. Und wir sind auch von der einen Stelle zur anderen gelaufen, um ihn festzuhalten oder zu machen. Und mir ist es oft genug gelungen, ihn festzuhalten. Da hat er mit mir geschimpft, weil Uwe, das wisst ihr alle gar nicht, Uwe, wenn wir hochgingen zum Kopfball, ja, oder schon wieder runtergingen, dann stand er noch in der Luft und hat die Dinger reingeknickt. Das war bisher für mich einmalig, wie der Junge, zwei Zentimeter kleiner als wir gewesen. Und seine Kopfballtore bzw. Abgaben brillant verarbeitet hat. Aber ja. Mir gefiel am besten dein Einfall, das fand ich einmalig. Er hat mich festgehalten, da habe ich gesagt, wofür soll das gut sein? Hat er gesagt, da oben komme ich nicht hoch. Ja, ja. Also Uwe war bekannt für seine Kopfballtore, muss man dazu sagen. Wir waren doch spaßig, trotz des Ernstes. Des Spiels, aber ja, das müsst ihr mal da erzählen. Musste ich aber während des Spiels trotzdem lachen. Das fand ich ganz toll. Also was soll ich da oben, oder? Da komme ich nicht hoch. Also es war irgendwo eine gewisse Rivalität vorhanden in den Nordderbys damals, aber auf der anderen Seite hat man trotzdem gesagt, okay, nach dem Spiel kann man auch mal wieder ein Bier trinken miteinander, oder ja, wie war das? Ja, auf jeden Fall. Das haben wir, ja, und was meinst du, was er denn lange aber auch im Strafraum sich gewehrt hat? Da, den Arsch, da hätte ich beinahe gedacht, das ist ja jetzt keiner gehört, die nehmen doch mal, meine ich, das war... Dann war er unruhig und dann kam er wieder und wir dann wieder aufgepasst da. Nee, das war etwas Besonderes. Mhm. Und dann so einen Menschen noch als Freund zu haben, das ist natürlich auch für die Ewigkeit, hoffe ich, noch viele Jahre etwas Besonderes. Aber wie geht das, Uwe, wenn man halt im Spiel so eine echte Rivalität ausgelebt hat? Ne? Ja. Wie kann es denn trotzdem noch hinterher zu so einer tollen, über Jahrzehnte währenden Freundschaft kommen? Ja, wir waren ja auch während der Spiele, obwohl wir Rivalität waren, aber immer gut befreundet. Wir haben uns nie Vorwürfe gegenseitig gemacht, sondern wir haben auch in der Zeit immer, während wir noch gespielt haben, waren wir Freunde. Und das ist so geblieben bis zum heutigen Zeitpunkt. Ich glaube, besser geht es nicht. Ich finde es toll, weil danach in den Nordderbys gab es ja auch einige durchaus unschöne Szenen. Ja. Ich erinnere mal an Tim Wiese zum Beispiel mit seinem Grätscher da durch, außerhalb des eigenen Strafraums sogar. Bei euch ist es ja nie so weit gegangen, ne? Nee, also wir haben hart und fair, wir haben Männerfußball gespielt, das ist klar. Wir haben uns ja auch nicht geschämt, da dementsprechend aggressiv oder mit einem Krafteinsatz ohne Gefolge zu haben. Das darf ich auch immer noch mal sagen. Ich bin nie vom Platz geflogen, obwohl ich mich nicht geschämt habe, den einen oder anderen Spieler. Auch Uwe bin ich angegangen. Das war ja, ich war manchmal wütend. Er war ja schon wieder am Ball. Lag er auf der Erde, dann kam er wieder hoch und stand wieder oben. Das war Zirkus, hätte ich beinahe gesagt. Ich glaube auch, ich habe das verstanden. Das ist deine Pflicht. Ihr wollt gewinnen, wir wollen gewinnen. Und da geht das natürlich mal hart zur Sache. Aber deswegen sind wir immer gute Freunde geblieben. Ist man denn vorher eigentlich schon mit so einem flauen Gefühl nach Bremen gefahren, Uwe? Weil man wusste, oha, hier erwartet einen was Besonderes als Hamburger. Ja, ich glaube schon, dass die Mannschaft vorbereitet war. Ich meine, eure Truppe damals, unsere, ne? Unsere Truppe, ja. Dass wir wussten an und für sich, was hier passiert. Und was wir dagegen tun müssen, also das war uns ganz klar, weil Werder zu Hause unheimlich stark war, aber auch in Hamburg. Und da mussten wir uns genauso anstrengen, wenn wir dann gewinnen wollen. Also insofern haben wir das nie auf die leichte Schulter genommen. Ne? Und gerade wenn wir so eine Banausen wie Max Lohres dabei hatten. Ja, war er fies in der Deckung? Ich meine, er hatte schon ein bisschen was gestanden eben. Ja, da war das auch. Also, ja, das ist an und für sich ging das ganz gut. Auch die anderen Spieler, Pigo oder so, ne? Das war ja alles, sag ich mal, hart, aber fair. Ne? Man muss ja auch ein bisschen den jüngeren Leuten mal erzählen, dass es damals noch so ein anderes System war. Ne? Also Uwe war der klassische Mittelstürmer, zwar klein, aber mit unheimlicher Sprungkraft ausgestattet. Und Max war eigentlich ein Außenläufer, so hieß das damals, ne? Oder? Mittelfeldspieler, Außenläufer. Also eigentlich warst du nicht Uwes direkter Gegenspieler. Ich durfte überall hinlaufen. Ja, genau. Nee, ohne Fleischhändler. Ich war ja auch, glaube ich, kraftvoll genug.
Also in Hamburg steht oder ist die große Freiheit und in Bremen hattest du sie. Die hatte ich. Ja, ja, ne? Ja. So kann man das sagen. Auf dem Platz. Also ja. vor allen Dingen hatte Max immer ein Sprichwort auch für seine Kollegen: Fass ihn an. Ja, ja. Wenn er mal nicht in der Nähe war und, ja, und dann fass ihn an. Habe ich die anderen dahin gesehen, hat er immer gesagt: fass ihn an. Ja, das gehört dazu. Aber es ging immer fair. Und ich sehe gerade den Einlass vom Weserstadion. Da sind wir rausgekommen. Das hat sich ja inzwischen alles verändert. Ja. Und dann wären wir gemeinsam, ich glaube, wir zwei nicht hintereinander, wir sind gemeinsam. Gemeinsam, nebeneinander. Raus, ja. Und da ging es schon los, die Flachserei. Aber mit einer Ernsthaftigkeit. Da jeder wollte gewinnen, das war klar. Ja. Und dann, und das, was ich euch jetzt sage, wir haben meistens gewonnen. Ja, hier zu Hause, ja. Ich kann das ja gar nicht wieder, weil ich habe das nie gezählt. Also. Ich war ein kleiner Junge, ne, zu ja, eurer großen Zeit. Es gab eine Zeit, das stimmt, wo ihr mehr gewonnen habt. Als ja, aber ich habe das mal wirklich nachverfolgt. Die Titel sind am Ende eher beim HSV gewesen. Ne? Nordmeister ja, wurde meistens stimmt, ihr und ihr wurdet immer Zweiter oder sowas in der damaligen ja. Oberliga Nord, ja, ne, oder? Das stimmt. Und Deutscher Meister waren wir gleich, glaube ich. Ne? Ja, einmal ja, ja. Uwe Seeler 1960 und ja. dann Werder Bremen 1965. 65. Ne? So. In der Bundesliga, ja, genau, so war das. Also insofern, eigentlich war Werder Bremen im Norden immer nur die zweite Kraft. Wie sehr hat aber euch das wir geärgert? Wir waren auch gerne in zweiter Linie. Ja, hat euch das nicht ja, geärgert? Ja, wir haben mich jedes Mal geärgert. Man, ob das nun gegen Bergedorf 85, die spielten ja auch in der höchsten Liga, oder sonst ein anderer Gegner war, wir wollten ja auch gewinnen. Und, ja, ja. Und, das ist das Ziel eines jeden Fußballers. Mhm. Und das Ziel hatten wir. Und dann hatten wir, du hast gerade den Namen gesagt, Pico Schütz als Kapitän, Klaus Matischak als Kapitän, ja. der ein Arbeiter war. Das war der Mittelstürmer ja, damals, das Pendant zu Uwe Seeler bei euch. Genau, mhm. Und dann kam Klaus Matischak. Die haben beide den Mittelstürmer, da hat sich das System ja schon ein bisschen verändert. Und das waren beides prächtige Kerle und auch gefährliche Leute. Gefährliche also, Leute, ja. Und dann kam natürlich in den Jahren, ersten Bundesliga-Jahren, Horst Höttges, der Eisenfuß. Das darf ich auch immer. Ja. Der kam Spieler, von Borussia Mönchengladbach. Der kam von Borussia Mönchengladbach, ja, den sehe ich da auch noch. Der ist ja durch die Luft geflogen. Da, wo wir mit dem Fuß oder andere mit dem Fuß gearbeitet haben, da ist er mit dem Kopf reingegangen. War nie verletzt, ist nie vom Platz geflogen, hat immer fair gespielt. Aber man hatte Schiff, oder besser gesagt Respekt vor Ort. Und so waren wir. Oder Seppel Piontek fällt mir gerade ein. Ja, was meinst du, was da hinten los war? Wir haben aufgeräumt, ja. Und Fußball gespielt. Ja, das stimmt, das muss ich ehrlich sagen. Ihr wart ja. Eine gute, starke ja. Mannschaft. Und heute ist es ja nun so, man spielt Nordderby, man gewinnt, man verliert, man geht im Bus, man fährt wieder nach Hause, auf Wiedersehen. Ne? Ja. Gab es dann das bei euch wirklich noch, dass ihr nach dem Spiel euch zusammengefunden habt, was getrunken habt, sogar was gegessen habt, oder war das auch schon damals nicht der Fall? Im ersten Jahr war das. Ja, ja. Hat man sich nach dem Spiel getroffen, in Restauration. Also das weiß ich von uns hier, aber das hörte nach dem zweiten Spiel schon auf. Das passte nicht zusammen. Das wegen der Rivalität aber, oder warum? Nee, aber da gab es irgendwelche Bestimmungen auch. Ja, ne? ich weiß es nicht. Aber wir waren nicht böse oder so, sondern das hat sich so ergeben, ne? Dass das dann nicht mehr statt, weil ich weiß nicht, ob wir gleich wieder nach Hause wollen oder ich weiß es nicht. Und die aus Süddeutschland kamen, die mussten ja im Flieger kriegen und so weiter. Ja, ja, das hat nicht lange gedauert. Also wir waren ja noch froh, wenn du 3 Tage Trainingslager mitgemacht hast und dann so ein Wettspiel hier, dann ist man auch froh, wenn man wieder nach Hause darf. Mhm. Ja, und wenn man verloren hat, war man sowieso froh, dass man nicht trinken muss. Also insofern hat sich eure Freundschaft ja eigentlich erst so nach der Karriere vertieft, ja, ne? Als ihr beide bei einem berühmten Sportartikelhersteller unterwegs wart. Ich glaube, ja, trotz des Ernstes war es früher irgendwo einfacher, auch trotzdem Kollege und Kamerad zu sein. Denn manchmal muss man ja heute sagen, da findet ja gar nichts mehr statt.
Damit sind wir aber heute, Uwe, ja, und wollen vielleicht auch mal ein bisschen beide Vereine analysieren. Ja. Dafür seid ihr ja wie gemalt. Ne? Ja. Fangen wir mal mit Werder Bremen nach dem Abstieg. Jetzt ist der Kader ziemlich umgewälzt worden. So 5, 6 sehr Prominente aus der ersten Liga sind inzwischen weg. Man muss noch ein bisschen mehr nachrüsten. Aber war es die richtige Entscheidung, jetzt zu sagen, man dünnt das jetzt so aus und man vertraut einem neuen Kader? Nach dem Abstieg muss eine Zäsur her. Wie richtig war diese Entscheidung? Die war sicherlich richtig, weil diese 5 Spieler, die ja vorne spielen sollten, also eine Stammspieler waren, ist leider für mich jedenfalls, und da bin ich ganz vorsichtig, aber ich muss auch ehrlich sein, keine Leistung mehr gebracht haben. Das war für mich enttäuschend. Denn so ein Spiel wie jetzt gerade vor einigen Tagen, das muss man, wenn man so da unten steht, das muss man gewinnen. Das muss man einfach hinkriegen. Das ist meine Meinung und da habe ich sehr viel vermisst von dieser jungen Mannschaft. Es sind sicherlich sehr gute Fußballer in den Reihen, aber es wird auch für die Zukunft nicht einfach für Werder Bremen mit diesem Kader. Ich hoffe, dass dem Präsidium, ist ja nicht ganz richtig, also den Managern, es gelingt, noch die ein oder andere Verstärkung zu bekommen. Denn wir müssen aufpassen, sonst rutschen wir weg. Und das wäre schade für diesen tollen Verein. Schade, wenn wir plötzlich ganz unten irgendwo rumgammeln. Das passt nicht zu Bremen, das passt nicht zu Werder, das passt auch nicht zu dem ganzen Umfeld hier. Ja, Max, sag doch mal, was ist denn falsch gelaufen? Warum war das, wenn du so willst, so ein Abstieg mit Ansage? Ja, warum? Wenn ich das wüsste, dann würde ich das hier jetzt wirklich gerne sagen wollen. Am Trainer, das ist ein sympathischer junger Mann, kann es, glaube ich, nicht liegen. Der versucht ja auch, das Allerbeste herauszuholen. Der hat seine Spieler von morgen bis abends hier auf dem Trainingsplatz und wird ja dann für ihn die besten Spieler aussuchen. Lags am Kader? An der Zusammenstellung? Zusammenstellung, das stimmt es nicht. Aber ich kann keinen Namen nennen. Ja. Also es funktioniert nicht. Ob es am Trainer liegt, es liegt an den Spielern, die hier auf dem Platz ihre Arbeit abgeben. Ich glaube, das ist genauso beim HSV. Weißt du, die Spieler, erst bevor das dann runtergeht, dann sagen sie, oh, das schaffen wir schon. Ja. Und das ist eben diese Einstellung, die sie auch mitnehmen, schaffen wir schon. Und das ist der Knackpunkt. Das ist beim HSV so gewesen. Und das ist bei euch genauso. Also Uwe, du siehst da auch Parallelen zu dem Abstieg des HSV von vor 3 Jahren. Ist das ähnlich gelaufen? Ja, das ist, wir schaffen schon, das ist so ein nettes Wort, aber wenn sie es dann nicht schaffen, dann machen sie lange Gesichter. So ist es bei uns auch gewesen. Aktuell der HSV? Ja, das, so ist es sicherlich auch in der Mannschaft, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Mhm. Weil es betrifft ja nur die Mannschaft, die da unten spielt. Ja, eben. Ne? Und wenn sie dann so krass verlieren. Wer hat denn geglaubt, dass wer da zweite Liga kommt? Die waren doch gut dabei. Hat vom HSV auch keiner gedacht. Auch keiner gedacht. Plötzlich waren sie weg. Ja. So, und da sind wir beim Thema. Ne? Es geht um viele Traditionsclubs, die plötzlich sich in der zweiten oder in der dritten Liga wiederfinden. Mhm. Warum sterben die aus in der höchsten deutschen Spielklasse? Ist das eine Entwicklung, wo wirklich das Geld jetzt doch die Hauptrolle übernommen hat? Liegt das daran? Das Geld spielt natürlich eine große Rolle, aber wenn ich Fußballprofi, so nennt man das ja hier, was wir machen, auflaufe, dann habe ich das Geld gar nicht im Kopf, denn da muss ich meine Arbeit um Platz abliefern und die ernsthaft genug mich dementsprechend vorbereiten und dann wollen wir mal sehen, dann geht's raus, gemeinsam raus mit 11 Mann auf dem Platz und dann wollen wir mal sehen, wenn der nächste Gegner kommt, aber die Einstellung, die hat mir nicht gefallen. Da fehlte Bereitschaft. Und außerdem darf man, wenn man Fußballspieler ist, nicht schlafen auf dem Platz. Das ist das eine, aber es gibt immer mehr Traditionsclubs, sogenannte Traditionsclubs, die sich plötzlich in der zweiten oder dritten Liga wiederfinden, Uwe. Das muss doch Gründe haben. Ich glaube, die Gründe zu finden, sehr wahrscheinlich sind die alle so der Meinung, wenn sie spielen, ach, das ein paar Spiele, das schaffen wir noch. Und dann geht es nicht mehr plötzlich. Und dann wird es immer enger. Und dann wird es auch immer schlechter. Und dann sind sie plötzlich nicht mehr da in der ersten Liga. Gut, das ist,
Das kann man, glaube ich, gar nicht erklären, was da in den einzelnen Spielern vorgeht. Das ist ja nicht nur bei da, da ist genau das Gleiche wie bei uns. Aber meine Herren, sind es dann nur die Spieler oder ist es auch so, dass man heutzutage, wenn man oben mithalten will, auch mit den Wölfen heulen muss? Also dass man sagen muss, okay, dann nehmen wir eben mehr Geld in die Hand, wie Wolfsburg es kann, wie Leverkusen es kann. Ich will auf was Besonderes hinaus. Wir wissen, ist es vielleicht dann doch vernünftig, auch als Traditionsverein, mal darüber nachzudenken, dass man sich Investoren mit ins Boot holt. Ja, das kann ja nie schaden. Ne? Das kann ja nie schaden. Wenn wir welche haben, dann sollten sie sich mal gleich beim Präsidium melden. Also da habe ich nichts dagegen. Investoren, die tun einem Verein immer gut. Ja. Das, wenn die denn nicht mit Pralinen kommen, die müssen schon Geld mitbringen. Ne? Hilft aber auch nicht immer, Uwe, wie man beim HSV gesehen hat. Wobei mit Herrn ich Kühne, gerne ne? immer eine Praline da mal genommen. Nein, aber das ist, Max, das ist so. Ja. Das Geld alleine ist es dann auch nicht mehr. Trotz des Großsponsors Kühne ist der HSV auch in der zweiten Liga gelandet. Ja, ja, gut, das hat, glaube ich, mehrere Hintergründe. Mhm. Da will ich gar nicht anfangen. Aber da muss man eben rechtzeitig aufpassen, dass man die Zügel, wie man so schön sagt, anzieht. Und das geht schneller, als man denkt, dass man da runtergeht. Und so geht es den Verein ja auch. Wer hat geglaubt, das wäre da noch und wer war noch, der ist jetzt noch? Abgestiegen, Schalke noch. Schalke noch, Schalke, auch, ja. Dass sie runtergehen. Ne? Ja. Auch Schalke, Schalke, das ist das Gleiche. Können wir das Gleiche sagen. Und da wird es nicht anders sein. Mhm. Gut, es gibt natürlich auch noch andere Lösungsmöglichkeiten, wenn man nicht genug Investoren ins Boot holen kann. Könnte man ja sagen, okay, dann machen wir es wie Freiburg, wie Mainz. Wir werden Ausbildungsverein. Wir holen uns junge, neue Leute ran. Da müssen wir aber eine sehr gute Scouting-Abteilung haben, die die jungen Leute entdeckt. Wie wäre das denn, Max? Ja, da habe ich ist nichts dagegen. Ist das geeignet für Werder Bremen, das Modell? Das wäre natürlich. Das ist durchaus, also Scouts sind ja heute nicht unmodern. Die gibt es ja schon lange, aber es gibt gute und schlechte. Wenn ich einen Scout habe und der sich den nächsten vielleicht Spieler für den Verein aussucht, und der nichts kann, dann hat er mit Zitronen gehandelt oder der Verein. Der Verein, Das ist, ja. Also eigentlich eine gute Idee. Auf der anderen Seite, Uwe, gut. Man erlebt ja wenig Spieler aus dem eigenen Nachwuchs nachher auch in der Profimannschaft, auch beim HSV nicht. Also ja, aber, ist auch komisch. Aber, ne? Aber zum Beispiel, wir haben ja auch Scouts, wir haben ja auch eine Nachwuchsmannschaft, wo wir glauben, dass da Leute daraus entwickeln sich, dass sie in die Liga kommen. Mhm. Aber es dauert halt, ne? Und dauert halt ein bisschen lange, weil ich muss ja, wenn ich einigermaßen gute, talentierte Spieler hole, kann mir einer erzählen, was er will, kostet ein paar Mark. Und wenn der Verein kein Geld hat, kann er sie nicht kaufen. Oder dann gehen die zu dem Nächsten, der mehr bietet, das ist doch ganz klar. Und so ist es heute, da das doch auch ein bisschen um die Kohle geht, glaube ich schon, dass das mitentscheidend ist. Es geht um die Kohle, das ist so richtig, aber es ist nicht alles, Uwe. Dass Kohle nicht alles ist. Nee. Du weißt ja, wir haben ja auch begeistert gespielt. Und ich habe gerade letztens mich mit meinen letzten Kollegen aus der alten Mannschaft, die Jochen Meinke, Horst Schnurr und so weiter, die haben wir gesagt, wir haben eine wunderschöne Zeit gehabt, unabhängig davon, dass wir nicht viel gekriegt haben. Mhm. Ob wir 400, früher war es üblich, 400 Mark, da haben wir nochmal so nebenbei waren, ein 50-50 gekriegt. Aber wir waren begeistert dabei. Das kann man ja nicht sagen. Das muss man also vielleicht den Jüngeren auch ganz kurz erklären. Uwe Seeler hatte die große Chance, in seiner aktiven Zeit mal zu Inter Mailand zu gehen. Ja, ja, richtig, ne? So, ja? Ein Millionenangebot, Uwe, sogar zu damals. Aber in D-Mark, ne? In D-Mark. Was? In D-Mark, nicht in Euro. In D-Mark, ja, genau. So, Uwe Seeler hat gesagt, ich gehe nicht zu Inter Mailand, ich verzichte auf dieses viele Geld, ich bleibe meinem HSV treu. Ja, und auch, ich habe auch gesagt, ich habe ja eine gute Arbeitsstelle gehabt. Mhm. Gut, ich bin 70.000 Kilometer jedes Jahr gefahren mit meiner Vertretung. Hat mir Spaß gemacht, habe Glück gehabt, bin unterstützt worden. Günter Mahlmann hat mir immer, unser Trainer, mit dem konnte ich alles bereden. Hat gesagt, du kannst ruhig einen Tag oder zwei Tage wegbleiben,
ich weiß, dass du unterwegs trainierst. Und so ist das gegangen mit uns. Und es ist alles gut gegangen. Die Entscheidung, dann hier zu bleiben, war richtig und heute noch richtig für mich. Also ich bin also glücklich und zufrieden. In der Nachschau alles richtig gemacht, weil er der Macht des Geldes nicht nachgegeben hat, so kann man sagen. Aber kann man es heute einem jungen Profi verdenken, wenn er sagt, dann gehe ich mal 3 Jahre nach Dubai und kassiere ein bisschen ein? Da habe ich sogar Verständnis für. Ja. Das Geld spielt ja nun mal in unserem Leben eine große Rolle, das ist völlig klar. Aber so weit wäre ich gar nicht gegangen. Ich wäre auch erstmal hier im Norden geblieben und das habe ich auch bewiesen. Ich bin ja dann nochmal transferiert worden nach Braunschweig und da muss ich auch sagen, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber es war ein toller Verein, ein blitzsauberer Verein, eine tolle Mannschaft. Da bin ich gerne mal für 3 Jahre, das heißt, ich wurde ja gesperrt nach 2,5 Jahren. Das habe ich auch hingenommen, wurde aber auch gleich wieder begnadigt, weil angeblich da Transfers gelaufen sind, von denen ich nichts wusste oder doch ein bisschen wusste. Und also das können wir jetzt ruhig so ein bisschen vertiefen, weil es ist auch spannend für Leute, die euch aus dieser Zeit nicht kennen, also jedenfalls nicht als Aktive. Ja. Das Grundproblem war natürlich, dass es damals um den sogenannten Bundesliga-Skandal ging, Max. Ne? So hieß das. Und gegen wen habt ihr gespielt? Gegen Oberhausen oder gegen wen war das? Oberhausen war einer unserer. Wir haben ja gegen alle gespielt. Ja, aber also Oberhausen, und da solltet ihr gewinnen, das Spiel, ne? Oder? Das, ja, das, und einer aus Bielefeld saß auf der Tribüne und wollte euch dafür Geld bezahlen, oder? Woher weißt du das? Ja, hör mal. Nein, das war so, wir, Oberhausen und Bielefeld, die hingen ja unten drin und kamen Oberhausen und das heißt, das lief ja schon 14 Tage vorher, läuft ja sowas. Ja. Und dann wurde ich angesprochen, ich sage, wir wollen sowieso gewinnen. Also wenn wir gewinnen, würden wir so und so wie Mark kriegen, das war ja noch Mark. Und dann habe ich der Mannschaft das mitgeteilt und dann habe ich gesagt, natürlich, wir wollen ja gewinnen und dann... Und wir das nicht annehmen. Das war eine Siegprämie praktisch. Das war eine Siegprämie, wir spielen ja nicht um. Aber nun kommt die eigentliche Geschichte. Dann sah nämlich Max Lorenz, es stand unentschieden, sah Max Lorenz, dass der Vertreter aus Bielefeld, der mit dem Geldkoffer da war, plötzlich das Stadion verließ. Und da hat sich auswechseln lassen, ein bisschen daher, ne, oder? Ja, so war das. Also dieser Überbringer des Geldes war ein Funktionär von Arminia Bielefeld. Und er saß da irgendwo. Wir hatten noch Augenkontakt. Und dann ging das Spiel, aber ging das unentschieden aus? Ja. Ja. 1-1. Und das hat natürlich nicht gereicht. Dann bin ich, aber vor dem Abpfiff bin ich schon unterwegs gewesen. Bin auf die Hamburger Straße, so heißt es da, vom Stadion gegangen. Und da stand ein Scheibenwagen. Oder mehrere Scheiben, Max und so, ging das gleich. Ja, sag ich, ihr müsst mich mal eben zum Flughafen nach Wacken bringen. Da haben die mich hingebracht und da habe ich den, der wollte auch gerade wegfliegen mit seiner kleinen Maschine. Und da haben wir uns dann wieder, da haben wir erstmal einen Kaffee getrunken und noch ein bisschen geschnackt, da hat er mir ein Paket gegeben und mit dem Paket bin ich dann, oder Päckchen, bin ich dann zur Mannschaft gefahren und habe das paritätisch verteilt. Wunderbar. Aber es war verboten. Ja. Das war nun mal so. Das Annehmen des Paketes war verboten. War verboten, ne? Ja, genau. Das war verboten. Es war so. Jetzt schauen wir nochmal zum Schluss unseres wunderschönen Gespräches aufs Nordderby. Inwieweit, Uwe, ist das für dich schon ein Spiel, das so ein bisschen hinführen könnte auf das, was beide Mannschaften in der laufenden Saison leisten können? Also ist das schon prägend, schon ein bisschen vorentscheidend? Na, ob das für die Mannschaft vorentscheidend, das ist vielleicht ein bisschen früh, das auszusagen. Weil man weiß ja nicht, zweite Halbserie oder sacken sie ab oder verstärken sie sich noch. Also das ist schwer zu sagen. Das habe ich bei meinem HSV erlebt. Mit zweiter Saison, da war genauso wenig wie erste Saison, nämlich noch weniger. Also insofern bin ich da sehr vorsichtig, dass ich da dann sage, ja, aber bis zum Aufstieg, das schaffen wir schon. Ja. Da würde ich mein Wort nicht vergeben, also weil das ist furchtbar schwer zu sagen, weil man nicht weiß, kommen noch Veränderungen in der Mannschaft. Klappt das in der Mannschaft, dann wird sie stärker, wird sie schwächer.
das machen ja, entscheiden ja andere. Ja. Und da würde ich mich nicht so rauswagen und sagen. Nicht so festlegen, genau. Da festlegen, ja, mit dem HSV. Wir Norddeutsche wünschen also, ja eigentlich. Also wenn ich das nochmal sagen, festlegen möchte ich nur, dass es langsam Zeit wird, dass sie wieder aufsteigen. Ja, das wünschen sich eben auch eigentlich alle Norddeutschen. Ja, ja, genau. Weil es ist ja nur noch ein einziger Verein aus norddeutscher Sicht in der ersten Liga verblieben, das ist der VfL Wolfsburg. Früher hatten wir mal fünf hier, ne? Bundesländern. So, also das wäre eigentlich, ich glaube, sehr wünschenswert, wenn beide, der HSV und Werder Bremen, es schaffen würden. Absolut. Wie realistisch ist das für dich, für dieses laufende Spieljahr? Ja, das ist, ich sage einfach, wir schaffen das. Warum schaffen wir das? Weil unsere Macher, ich könnte jetzt alle Namen aufzählen, ob das Marco Bode ist und Frank Baumann, der ja auch im Moment ziemlich hart angegangen wird, der seine Arbeit aber für meine Begriffe hervorragend macht. Aber alles auf einen Menschen jetzt abzuladen, das gehört sich nicht, das hat er nicht verdient. Also realistisch ist für mich, dass der Verein sich zwischendurch erholt, nicht gleich wieder nach oben, erste, zweite, dritte Stelle, das schaffen die nicht. Aber wir haben ja die Spiele noch alle vor uns und da müssen sie dran arbeiten. Da muss das Trainerteam dran arbeiten, da müssen die Spieler dementsprechend bereit sein, das hinzubekommen. Dann glaube ich und hoffe ich, dass Werder Bremen das erfolgreich hinbekommt. Uwe, wie siehst du die Chancen für einen Doppelaufstieg, sowohl vom HSV als auch vom Werder? Ich würde mich sehr freuen für Werder und genau das, was der Max gesagt hat, ist beim HSV. Ich hoffe, dass das da auch wirklich in Ruhe, aber wirklich mit ernsthaft begangen wird, dass man versucht, vielleicht den einen oder anderen Spieler noch auszutauschen. Ich weiß es nicht. Das müssen die Verantwortlichen wissen. Und dass sie dann irgendwann mal wieder aufsteigen. Nur auch der HSV, der kann auch nicht noch ein paar Jahre warten. Es wird für meine Begriffe wird's immer schwieriger aufzusteigen. Also insofern kann man denen nur toi, toi, toi wünschen, dass sie das schaffen. Also kann man unterm Strich sagen, meine Herren, Hamburg braucht die erste Liga genauso wie Bremen. Ja, absolut. Absolut, ja. Das ist für die Wirtschaft wichtig, nicht die Kneipen, sondern für die wirtschaftlichen Dinge, die hier laufen in Bremen. Das ist für die Stadt, ja, das ist eigentlich dasselbe, aber für die Stadt so immens wichtig, dass wir diese Liga weiterhin, erste Liga weiterhin begleiten und ja, dabei sind, auf Deutsch gesagt. Besseres Schlusswort gibt es überhaupt gar nicht. Ich bedanke mich sehr bei Uwe Seeler, der extra aus Hamburg gekommen ist, und bei Max Lorenz, der hier in Bremen lebt. Ja, warum ist er gekommen? Weil wir Durst haben. Ah! Und er hat mir in Hamburg erzählt, er gibt in Bremen einen aus. Bin ich mitgefahren. Wunderbar. Und für ein Bier warst du immer empfänglich, Uwe, ne? Oder? Ja. Weil ein Bier nach dem Spiel, ne? Für dich ist er jetzt immer nach dem Spiel. Ja, also insofern kannst du auch immer mal ein nettes kleines Bier nehmen. Vielleicht kriegen die, Bier gibt ja Kraft. Vielleicht kriegen die Spieler dann die, können wir die übertragen dann. Ich bin auch sehr vorsichtig mit der persönlichen Kritik der einzelnen Spieler. Ja. Das gehört sich manchmal nicht. Nur es sind Menschen da, die das erkennen müssen, wenn der eine oder andere nicht keine Form hat und nur hinterherläuft und nicht mitzieht. Das ärgert mich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gut, Sie helfen ja da mit dem Spieler auch, wenn Sie merken, der ist nicht so in Form und dann machen wir eine schöne Spielpause. Das hilft ihm vielleicht auch, wenn er mal gucken kann und wieder Kräfte aufbauen kann. Also das müssen aber die Verantwortlichen ist nicht unser Ding. Und der Trainer ganz besonders, da dürfen wir uns nicht zwischensehen. Und Jörg, und ihr müsst alle mithelfen. Helfen tun wir immer. Nur auf dem Spielfeld können wir es halt nicht. Ne? Nee. Wir dürfen eigentlich auch mal den Finger in die Wunde legen. Ja, ne? Klar. Wachsam muss man immer bleiben. Stimmt. Klar. Ja, nee, wir wünschen aber genau wie ihr natürlich das Beste und den besten Erfolg für beide Vereine. Also, weil auch ich gucke lieber erste Liga als zweite Liga, sage ich ganz ehrlich. Ne? Obwohl zweite Liga nicht uninteressant ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja die beste zweite Liga der Welt im Augenblick. Ja, ne? Ja, das ist ja nicht klar. Aber trotzdem ist es schon Hamburg in der ersten Liga, Bremen in der ersten Liga. Ist besser. Ist schon ein bisschen besser. Ne? Ne?
Meine Herren, danke für dieses tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns alle wieder hier beim Spiel selbst dann in der Florian-Wellmann-Loge im Wohnen-West-Weser-Stadion. In dem Sinne, herzlichen Dank. Alles Gute. Bis denne.